Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus, auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem eBay-Shop verkaufe. Eigentlich wollte ich heute den zweiten Teil des Schmuckpakets mit dem Weihnachtsschmuck machen, aber es ist leider etwas ganz Dringendes dazwischen gekommen. Ich habe nämlich eine Auktion gewonnen mit einer Trifari-Sammlung. Trifari ist eine große Leidenschaft von mir, die ich mit euch teilen möchte. Sehr schön sieht das aus. Ah, das finde ich toll. Das ist eine typische Kette aus den 80er Jahren. Dieses Rot hat man damals als Vintage empfunden. Es ist aus Kunststoff, mit goldenen Perlen durchsetzt. Eine sehr schöne Vintage-Kette. Dann sehe ich hier einen tollen alten Ohrclip von Crown Trifari. Was heißt, dass es die Trifari-Marke die kleine Krone über dem T hat. Damit dann sind alle Trifari-Sammler sicher, dass der Schmuck alt ist, also Vintage ist, weil Trifari das nach den 70er Jahren nicht mehr so gemarkt hat. Also schöne Ohrclips hier aus den 60s. Dann dieser Armreif aus den 80er Jahren, da hat Trifari diese emaillierten Schmuckteile gemacht. Silberner Armreif mit tollen silbernen Kreuzen drauf. Und dann haben wir hier einen Armreif. Der sieht schön alt aus. Aus den 50er oder 60er Jahren mit dieser schönen Zweiggravur. Und eine Collierkette. Das ist eine Marke, ich glaube, das ist schon aus den 90er Jahren, mit einem lilafarbenen Kunststoff-Cabochon. Und man beachte die Kette, die ist doch wirklich ganz besonders gemacht. Schöner Goldton. Die finde ich toll. Das ist eine tolle Kette aus den 60s, hier mit diesem matten Goldton und diese schönen Blattverzierungen auf den weißen Perlen. Das ist auch eine ganz typische Trifari-Dekade mit dem weißen Schmuck. Und das, finde ich, ist eine besonders schöne Kette, die gefällt mir. Toll. Dann habe ich hier einen Clip, hier ist der zweite, das sind die 80er mit der Emaille, sehr schöne Clips, schaut mal wie toll die gemacht sind auf der Rückseite, ganz ganz toll und elegant und der Clip ist so zum Kippen. Also der ist bestimmt auch angenehm zu tragen. Schön. Und dann habe ich hier eine ganz schlichte Kette. Ja, die Marke ist hier auch drauf. Eine flache Panzerkette. Das sind die 50er oder 60er Jahren. Hier ist wieder dieses ganz enge um den Hals. Sehr schöner Goldton auch. Sieht aus wie ein Echtschmuck. Wirklich schön. Und dann habe ich hier eine Perlenkette. Und hier ist die Trifari-Marke ein kleines silbernes T. Und der Verschluss ist hier in der Perle versteckt. Eine ganz klassische Perlenkette in Grau. Und hier ein Armband neueren Datums mit geschliffenen Kristallperlen in schönen Blautönen. Und dazu sehe ich hier noch eine Kette. Eine zweireihige Kette mit diesem Trifari-Logo hier. Das sieht auch sehr nach den 90er oder 2000er Jahren aus. Tolles Set. Und besonders schön ist hierbei der blaue Ton der Perlen. Schön. Und dann habe ich hier eine schöne Kette in Silber mit Perlen und Strass. Das sind auch die 50er oder 60er Jahre. So ein bisschen romantischer. Und diese Halskette hier. Noch ganz tolle rosafarbene Perlen, die so ganz noch geriffelt in sich sind. Das ist mehr so ein alter Kunststoff, wie ich das immer nenne. Und ein ganz, ganz schöner Rosaton. Und dann sind das hier Ohrringe. Den zweiten sehe ich gerade nicht. Und zwar ist das schon ein Ohrstecker. Auch eher neuer, aber auch mit dieser typischen Trifari-Emaille. Schön. Und eine Brosche. In Gold und glänzend und mattgold. Wie so eine Welle. Und ein sehr schöner Ohrring. Hier auch emailliert. Und auch diese Ringe, die so geriffelt sind. Also den finde ich besonders schön. Ja, die Marke ist aus den 80er Jahren. In dieser ovalen Plakette mit einem, ja, der Schriftzug ist so kursiv, leicht geneigt. Sehr schöner Ohrring. Sehr schön. Und diese Ohrringe hier sind schon ein Ohrstecker. Und das könnte einer aus den 70er Jahren sein, mit diesem durchbrochenen Tropfen und auch so ein toller Clip als Verschluss für den Stecker. Dieser Ohrring hier ist wieder gebürstet und glänzendes Metall kombiniert. Ich zeige ihn mal richtig rum, so rum. Also so ein eleganter Ohrclip aus den 60ern. Sehr schön. Und hier ist wieder ein Ohrstecker mit dem 80er-Jahre-Logo. Mit schwarzer Emaille und kleinen schwarzen Strasssteinen. Ja, ein schöner Ohrring. Und ein Armband. In Gold mit schwarzen Perlen. Sehr schön. Alte Ohrclips. Oh ja, hier, die sind toll. Wieder mit der weißen Emaille und dieses Blattdesign, die 60s. Und noch ein Ohrclip, ja, so geriffelt, auch sehr schön elegant. Dann haben wir hier wieder Ohrstecker, die Marke ist neuer, wahrscheinlich schon erst 10 bis 20 Jahre alt, Aber ein tolles Design. Also das finde ich sehr, sehr schön. Dieses ist doch total auch zeitlos. Ganz toller Ohrring. Hier ist wieder ein Armreif. Crown Trifari. So, Crown Trifari sagt eben einem immer, das ist ein Vintage-Schmuck. Die Optik dieses Armreifs sagt es einem auch. Sehr schön. Und noch ein silberner, silberfarbener Armreif. Auch, ich glaube, aus den 60er Jahren, so ein bisschen im Space Age Design. Und wieder neue Ohrstecker mit der schwarzen Emaille. So. Mehr der elegante Designerschmuck. So, hier ist noch eine ganz große Tüte. Da müssten die alten Teile drin sein. Ja. Ja, wunderschön. Dieses mein erster Ohrring, den ich jemals auf dem Flohmarkt gekauft habe, mit 14 Jahren, war ein Perlenohrring von Trifari. Und erst zu Hause habe ich dann diesen schönen Schriftzug entdeckt. Und ja, seitdem gehöre ich praktisch zu diesen Trifari-Verrückten. Und das ist genau das Design, diese Perlen und dieses matte Gold, was ganz viele Leute auch mit Trifari verbinden. Das hat Trifari seit den 50er Jahren gemacht und das hat sich eigentlich dann bis heute so durchgezogen. Sehr schönes Armband. Sehr, sehr schönes Armband und scheint auch wirklich in sehr gutem Zustand zu sein. Alle Steine sind vorhanden und schön breit. Finde ich wirklich toll. Super. Und dann sehe ich hier auch was ganz Tolles, Besonderes, Altes. Dieses Design ist also aus den Ende der 40er Jahren und Anfang der 50er Jahre. Das sieht man auch ganz oft in Büchern und auf alten Anzeigen. Auch die Kette, schaut mal wie schön, so eine schöne eckige Kette. Ganz toll und wirklich, wirklich vintage. Und so alt, wie ich das gerne mehr finden würde, was natürlich immer schwieriger wird. Und hier ist auch wieder ein sehr schönes Armband aus den 60er Jahren. Toll. Ganz, ganz toll. So kann ich das auch nochmal zeigen. Wie so Stachel sind diese Teile hier so aufgestellt. Ja, schön. Und dann sehe ich hier was Neueres. Oh, das Etikett ist noch dran. Der Preis sagt einem $40. Und die Marke, ja, das ist die neuere Marke. Und wahrscheinlich ist dieses Collier erst 10 oder höchstens 20 Jahre alt, aber schon eben auch in dem typischen Trifari-Design mit der hellen Emaille. Und noch ein neueres Armband mit goldener Gliederkette und schwarzen kleinen Saatperlen durchwoben. Auch schön. Also dieser Schmuck mit den schwarzen Steinen ist auch, oder schwarzen Perlen ist auch immer sehr beliebt. Gold mit Schwarz. Das ist ja auch zeitlos. Dann habe ich hier ganz wunderschöne Broschen. Das finde ich ist auch eine ganz, ganz schöne Brosche. Mit diesen feinen Blättern und den Perlen und komplett. Sehr gut. Das freut mich. Manchmal passiert ja auch noch auf dem Transport, dass Steine rausfallen. Ja, das ist auch eine aus den 60er Jahren. Auch ein wunderschönes Design. Sehr schön. Dann haben wir hier wieder eine neuere Heißkette mit Strass. Glaube ich zumindest, dass sie neuer ist. Marke. Ja. Und dieses ganz schlichte Trifari-Schriftzug wurde ab 1996 eingesetzt. Aber das Design bleibt immer klassisch. Also ich finde auch den neuen Schmuck von Trifari gut. Er erfüllt auf jeden Fall alle Kriterien eines Designerschmucks. So. Und sehr interessant sieht auch diese Heißkette hier aus. Toll. Das sind die 60s. Sehr, sehr schön, diese Netzkette. Und auch dieses Metall. Ganz tolle Kette. Gefällt mir gut. Ja, die Marke ist hier drauf. Crown Trifari wieder. Schön. Gefällt mir. Und nochmal eine Kette mit der Marke aus den 80ern. Mit kleinen Herzen durchsetzt in Gold. Und eine sehr schöne Halskette mit Perlen und Strass und Blattdesign und eine richtig alte Marke. Ich guck mal unter der Lupe. Okay, das Copyright-Zeichen ist schon drauf, also es ist auf jeden Fall nach 1955 entstanden. Schönes Design mit den Perlen und den Strasssteinen, finde ich sehr schön. Und dann habe ich noch eine Halskette, auch in dem Mattgold. Die sieht auch sehr nach den 60s aus. So ein eleganter Goldschmuck, aber trotzdem besonders. Also diese Tropfengestaltung ist wirklich sehr schön. Und dann gucken wir nochmal in so eine Ohrringtüte hier rein. Hier die silberfarbenen Blätter aus den 60s. Und nochmal Blätter. Die sind neuer als Ohrstecker, aber schöne große Blattohrringe in Silber. Und nochmal ein Silberclip, auch aus den 60s. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Und hier habe ich nochmal eine Perlenbrosche. So wird die getragen, so. Ganz elegante Brosche. Sehr schön aus. Und ein Armband in Silber. Ja. Das Silber ist auch gebürstet, also so ganz matt mit den Blättern. Und hier sind Ohrstecker mit einem hellblauen Cabochon in Gold. Und der zweite Ohrring, der ist also auch komplett als Hängeohrring. Und nochmal eine Halskette in Bicolor mit einem goldfarbenen Kreis und einem silbernen V. Die Kette ist ganz toll, ganz eckig und der Verschluss auch. Und die Marke ist auch noch mit der Krone drauf. Also das sind nicht die 80er Jahre, obwohl das Design ja sehr danach aussieht. Wahrscheinlich ist die Kette schon früher entstanden. Toll. Sehr toll. Dann habe ich hier weiße Ohrclips. Crown Trifari, zweimal gemarkt. Und ein Armband. Ein Armband, das eher so aussieht wie ein Echtschmuck. Mit schönen Kristallen. Schön klassisch. Und dann habe ich hier ein paar Kreolen als Clip. Schöne, elegante Kreolen und also die fühlen sich auch sehr gut an. Also man sieht, die Qualität ist 1A. Wirklich schön. Und noch ein ganz kleiner Clip. Ganz klein, rund und auch so geriffelt. Dann nochmal ein Blattclip, Crown Trifari aus den 60er Jahren. Und ein kleiner Perlenclip. Der darf ja nicht fehlen. Der gibt es ja in jeder Schmuckkollektion. Dann habe ich hier ein Armband mit schwarzen Kunststoffperlen aus den 80ern oder Anfang der 90er Jahre. Das habe ich schon mal gefunden. Ich glaube, so oder sehr ähnlich habe ich das schon mal in einem Paket gehabt. Ah, und das finde ich schön. Das finde ich sehr schön. Das ist auch schön alt. Toller Verschluss und geriffelt. Und auch dieser toller Goldton und ich finde diese Glieder, die sind auch sehr, sehr schön. Schlicht, klassisch und trotzdem besonders. Das ist Trifari. Ja, die sind auch sehr, sehr toll. Ganz, ganz tolle Ohrclips. So sehen sie am Ohr aus, die Perlen oben, mit Strasssteinen durchsetzt und immer so ein bisschen floral und wie Blätter. Und dann habe ich hier noch ein schönes Armband mit schwarzen Steinen, ich glaube Kunststoff. Aber es sieht auch trotzdem, finde ich, klassisch und vintage aus. Sehr schön. Ja, hier ist der zweite Ohrring. Ja, den finde ich wirklich ganz toll. Ein größerer, besonderer Ohrring und auch diese Riffelung hier, die mit der Rundung mitgeht. Das ist wirklich wunderschön. Und die Maille ist so ganz dunkelgoldfarben. Dann noch ein paar Ohrclips. Ja, die gebürsteten Blumen als Ohrclip. Auch wieder der schön gestaltete einen Clip. Und hier haben wir so ein Seerosenblatt. Und so ein bisschen das Gold schon leicht am Verschwinden. Aber sieht trotzdem sehr schön vintage aus. Also mir gefällt das ja, wenn der Schmuck so ein bisschen diesen Hauch vom Gebrauchten hat, weil das ist einfach ein Indikator dafür, dass es ein alter Schmuck ist. Und nochmal Blattclips, die so ein bisschen quer sitzen, also so. Schön. Ah, und sehr schön sind diese silberfarbenen Ohrclips mit diesem besonderen Rautenstein. Also der ist ja wirklich ganz, ganz toll. Und dazu habe ich noch passend hier das Armband. Oh, ein Stein fehlt, aber ist vorhanden. Wunderbar. Das wird also wieder in Ordnung gebracht. Ein ganz tolles Set. Sehr, sehr schön. Ich zeige euch noch die besten Teile, wie ich finde. Also natürlich das Set, diese Broschen sind ganz, ganz besonders. Ich werde mit Sicherheit nicht alle Teile bei eBay so schnell reinbekommen, denn diese Angebote erstellen machen eine Menge Arbeit mit den vielen Fotos, und auch Schmuck ist auch nicht besonders leicht zu fotografieren. Das macht wirklich sehr viel Mühe. Und deshalb möchte ich euch bitten, wenn euch ein Schmuck gefällt, den ihr gerne haben wollt, dass ihr mir vielleicht eine E-Mail schreibt, einfach über den Kontakt hier auf YouTube. Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich für eure Abos bedanken und für all die netten Zuschriften, die ich in letzter Zeit bekomme. Also danke, danke, danke dafür. Das motiviert mich wirklich weiterzumachen. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann.